Das Interessante an der Veranstaltung heute war, dass ich mein persönliches Key Takeaway schon vor der Veranstaltung hatte. Wie geht das? Ja, das ist ganz einfach. Mein Learning aus der Veranstaltung heute, zumindest jetzt mein persönliches, ist, starte nie ein Fahrradwettrennen gegen deinen Präsidenten vor Anfang der Veranstaltung, weil es könnte sein, dass du kollabierst. Ja? Also, das werde ich nie wieder tun, das ist mein persönliches Key Takeaway. Nein, aber Scherz beiseite, wenn man jetzt das Key Takeaway in Bezug auf Normung mal versucht herauszudestillieren aus dem, was wir heute gehört haben, und da muss ich sagen, war für mich eine Aussage von unserem Keynote-Speaker heute Morgen ganz zentral, nämlich dass drei 3% aller Sensoren kommunizieren demnächst nur noch mit dem Menschen und 97% aller Sensoren kommunizieren mit Maschinen. Und das war für mich wirklich also ein Wake-up-Call, dass ich gedacht habe, und dann kam Add-on noch hinzu, ja, wir werden eine Weltmaschine haben oder ein Weltbetriebssystem, ja, hieß es auch noch. Und da war für mich eigentlich klar, verdammt nochmal, für die Normung, was heißt das denn? Ja. Also klassische Normen im PDF-Format, die wir als Menschen lesen können, glaube ich, sind ein Auslaufmodell. Das klingt jetzt super hart. Aber ich glaube, wir werden maschineninterpretierbare Normen brauchen, schneller als uns das allen möglicherweise lieb ist. Das soll kein Horrorszenario sein. Ich denke, dass die erarbeitet werden müssen sie ja wahrscheinlich auch noch von Menschen, vielleicht auch teilweise dann von Maschinen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das war mein persönliches Key Takeaway. Vielen Dank, Danke. Herr Teigler. Herr Wendt, solche Veranstaltungsformate bleiben live und in Farbe. Insofern, das war der dritte Innovation Campus heute. Einfach mal die Frage, wie geht's weiter damit? Ja, wir sind uns, denke ich mal, sehr einig, Michael, dass dieses Format, dieser Innovation Campus auch fortgesetzt werden soll. Ich glaube, da dürfen Sie von ausgehen. Wir haben schon den Ehrgeiz, das Format auch weiterzuentwickeln. Es gibt da schon gute Ideen. Im Ansatz vielleicht ganz kurz mal zum Beispiel die Kombination des Innovation Campus mit Komiteesitzungen, mit Arbeitsgruppensitzungen, um auch noch ein bisschen mehr durchaus Publikum ranzuholen. Wir waren heute schon toll besetzt, aber das geht auch noch mehr. Und das sind ein paar Dinge, die wir noch im Nachhinein auch reflektieren werden. Wir werden das ein oder andere noch bewerten. Aber Sie dürfen davon ausgehen, dass auch 2020 wieder ein DKE Innovation Campus stattfinden wird.